So, am Rande mal ganz kurzer Hinweis. Es könnte durchaus möglich sein, dass die letzte Folge etwas asynchron ist. Weil da hat was mit der Aufnahmespur nicht so ganz hin funktioniert. Die war irgendwie wesentlich eher bei den 10 Minuten als meine Minecraft-Folge. Kann es sein, dass der Ton doch ein bisschen verrubbt ist, aber das kann ich in Notfalls immer noch ein bisschen anpassen. Muss ich dann mal gucken. Also, ja, das ist natürlich auch lustig. Ich schaue in meiner Zukunft und für euch ist es eigentlich schon die Vergangenheit. Werdet ihr sehen. Da ist mir jedenfalls irgendwas ein bisschen durch die Lappen gegangen. Kann auch mal vorkommen. Bei der Folge scheint es wieder hinzuhauen jetzt. Wenn ich das so mitverfolge hier, was die Tonspur Sekundenzahl gerade so sagt. Okay, hier haben wir wieder eine Fackel und dann geht es wieder 10 Blöcke nach hinten. Ich hätte auch mal wieder irgendwie Bock, so eine richtige Höhle zu finden, ehrlich gesagt. Nicht nur hier immer stur nach hinten zu graben. Aber das erfordert natürlich auch immer so ein kleines Quäntchen Glück. Manchmal finden wir so einen richtigen Stollen und manchmal finden wir einfach mal gar nichts. Dass man wirklich stur nach hinten buddelt, so wie jetzt, und es einfach mal überhaupt keine Rohstoffe gibt, außer Cobblestone. Ja, mit den Diamanten, das ist halt so eine Sache. Ich bin auch schon echt stark am Überlegen, ob ich einfach mal wieder so eine Querfeld-Ein-Action mache, weil da die Chance eben doch relativ höher ist. Aber gut, das kann man auch nicht so genau sagen. Weil, ob ich jetzt nur nach hinten grabe, so stur wie jetzt. Oder dann eben wirklich mal so eine treppenstufenförmige Schrägeinlage hier irgendwo nach links oder rechts mache. Im Endeffekt wird sich das wahrscheinlich fast egal bleiben. Aber ich würde es gerne nochmal probieren, weil aus der Erfahrung heraus habe ich doch mehr Diamanten gefunden, wenn ich so wie da drüben dann irgendwo hier mal so einen Querfeldeinschuss gemacht habe, als wenn ich jetzt hier einfach nach hinten buddel. Ohne Punkt und Komma. Also hier, wie gesagt, ist komplett mal ein 4x4 mal 10er Feld absolut mineralienfrei. Auch sowas gibt's. Ich habe ja damals auch geguckt, dass die Diamanten hauptsächlich so zwischen ja Ebene naja, sagen wir mal 7 bis 15 spawnen und ich bin ja hier konsequent auf der 11, also gerade so in der Mitte. Okay, ich mach das jetzt mal. Ich mach jetzt mal wie das Treppenstufenprinzip. Vielleicht haben wir ja Glück und finden, was auch immer hier unten ist. Irgendwann würde ich dann vielleicht mal so einen Nebenausgang nach oben sogar graben. Einfach nur, um zu gucken, wo wir da mal rauskommen. So, hier war schon mal nix. Jetzt habe ich gerade meine Fackeln hier falsch genommen. Die hier ist eigentlich egal. So, okay. Naja, wir graben das einfach mal hier konsequent ein Stückchen durch. Und gucken mal. Irgendwann muss ja mal irgendwas kommen. Und wenn es Gold oder, ja, wie hier jetzt Eisen ist, da bin ich auch nicht gerade unerfreut drüber. Denn das kann man ja auch immer wieder gebrauchen, das ist klar. Gerade für so Spitzhacken und Schaufeln und so ist ja Eisen eigentlich immer ein ganz guter Rohstoff. So.
Wurde sich übrigens beschwert, dass ich zu oft das Wörtchen so sage. Das ist mir selber schon aufgefallen. Ich fange ja auch konsequent jede Minecraft-Folge mit dem Wörtchen so an. Das ist irgendwie, ist das so eine Floskel. Und man ertappt sich schon immer dabei, wenn man dann mitten in der Folge irgendwann wieder so sagt, da zucke ich eigentlich innerlich schon so ein bisschen zusammen, weil ich sage, Mensch, jetzt hast du das schon wieder gesagt, ey, was ist denn los? Aber das, ich weiß nicht warum, aber man ist dann teilweise, ist man manchmal auch sprachlos, also jetzt nicht vor Begeisterung oder vor Schrecke oder sowas, einfach nur weil es gibt Let's Plays, wo man wirklich so ein bisschen nach dem roten Faden spielt, wo man eine Story hat und so weiter. Das ist was anderes, als wenn man hier immer stur einfach irgendwas macht, da nebenbei irgendwas zu erzählen. Das ist klar, das kennt jeder von euch, denke ich mal, die Minecraft spielen. Da jedes Mal irgendwelche Worte da zu finden, das ist ja. Achso, jetzt bin ich falsch. Da habe ich mich ja selber wieder ein Schnippchen geschlagen. Nee, also es ist schwierig bei Minecraft irgendwie Themen zu finden. Man redet natürlich nebenbei immer so ein bisschen auch übers RL. Aber ja, wenn es nichts zu erzählen gibt, was soll ich da großartig reden? Man plappert dann immer so ein bisschen vor sich hin. Man wiederholt sicherlich auch mal die ein oder andere Geschichte. Also bei 400 und keine Ahnung, 60 Folgen jetzt. Ich bin immer noch ein bisschen auch in der Vorproduktion. Ich lade jeden Abend jetzt so zwei, drei Folgen hoch. Und schneide jeden Tag ein bisschen und produziere dann wieder ein bisschen vor und so. Es liegen ungefähr noch 10, 15 Folgen auf dem Rechner rum. Bloß mal so, um den Stand der Dinge zu sagen. Jetzt, was auch immer das gerade für eine Folge ist, ich gehe jetzt mal ungefähr davon aus, dass es so um die 460 sein dürfte. Ist bei YouTube gerade die Folge 450 online gegangen vor ungefähr einer halben Stunde. Also so ungefähr sieht meine Vorproduktionsgeschichte dann immer aus. Ich höre Wasser. Ich höre hier irgendwo Wasser. Das deutet entweder auf eine kleine Quelle hin oder vielleicht sogar auf eine Höhle. Eine Höhle wäre mir natürlich sehr, sehr recht. Ist nur die Frage, kommen wir dem Wasser näher oder entfernen wir uns vor dem Wasser? Hier ist ein bisschen Kohle. Also ich höre es immer noch ein bisschen plätschern hier. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das mit dem vor sich hin plappern hier, das ist immer so eine Geschichte. Man kann ja nicht ständig davon erzählen, was man gerade macht. Das ist ja Quatsch, weil ich kann jetzt nicht sagen, so, jetzt schlage ich hier gerade den Klotz ab, jetzt schlage ich hier gerade Kohle ab, jetzt schlage. Ah, guck mal. Schau mal einer an, was wir da Schönes haben. War es doch gut, dass wir die Kohle mitgenommen haben. Ich hätte jetzt auch an der Kohle vorbeirennen können, weil ich sagen hätte können, ja, Kohle haben wir ja genug da. Dann wäre das nicht so gut gewesen, dann hätten wir nämlich den Diamant hier übersehen. Oder hätten ihn uns irgendwann erst später geholt. So, das ist sogar in dem Fall relativ viel. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um, weil gewöhnlich ist ja Diamant auch ein bisschen verstreut. Dass in den umliegenden Blöcken da auch noch manchmal irgendwo welcher sein könnte. In dem Fall ist das wahrscheinlich eher nicht so. Ja gut, aber wir haben wenigstens 5 Stück, 6 Stück sogar. Schön. Feine Sache. Okay, und zwar sogar tiefer als gedacht. Ups. So, aber wo kommt das Wasser her? Höre ich nicht mehr. Ich nochmal zurückgehen und lauschen. Hier. Irgendwo hier. Das Problem ist, ich höre es auch wirklich bloß sporadisch. Nach oben, das ist eigentlich auch völlig krank, wenn man sowas macht, aber muss ja ein bisschen orten, wo das herkommt. Hm.